Willkommen zum zweiten How-to-Behurt-Video. Heute reden wir über erlaubte und verbotene Techniken. Das Ziel beim Behurt, im Gegensatz zu Duellen, bei denen es um Punkte geht, ist es, den Gegner mit 3 Punkten auf den Boden zu bekommen. Also Füße und ein weiterer Punkt wie Knie, Hände, Kopf, Waffen oder Schild. Und dafür darf man tatsächlich fast alles machen. Mit der Waffe, dem Schild, Fäusten oder auch mit dem Kopf zuschlagen, treten, schubsen, ringen, umrennen, alles was einem so einfällt. Gerne auch auf Leute, die in der Unterzahl sind, von hinten oder die ihre Waffe verloren haben. Ist ja nicht schlimm, wenn jeder 30 Kilo Stahl um sich verteilt hat, wird das klar. Jetzt wissen wir aber aus dem Video über die Rüstung, dass jede Rüstung auch Schwachstellen hat. Deswegen tatsächlich das Stechen verboten ist. Klar sind Rüstungen gut, aber ein Spalt findet sich früher oder später und ja, dann bleibt auch ein stumpfes Schwert im Brustkorb stecken. Weil sie nur schwer geschützt werden können, sind die Füße, Knöchel, Kniekehlen, die Familienplanung und der Hals als Trefferfläche verboten und vertikale Schläge auf die Wirbelsäule. Den Hals darf man auch nicht direkt würgen, den Helm nicht verdrehen oder angreifen, wenn der Kopf bereits stark gebeugt ist. Im MMA und anderen Kampfsportarten erlaubt, im Behurt tatsächlich sehr verboten, sind Hebel oder Verdrehung der Gelenke. Ein überdehnter Arm ist ein guter Weg, den Gegner zum Aufgeben zu zwingen, würde auch beim Behurt funktionieren. Aber während beim 1 gegen 1 niemand sonst stört, kann es eben sein, dass aus dem Nichts ein weiterer Kämpfer in vollem Lauf auftaucht und mit seinen 130 Kilo Gesamtgewicht, Masse mal Geschwindigkeit, auf dem Ellenbogen und nein. Ihr versteht schon. Man darf sich auch nicht in die Bande einhaken. Verlängert den Kampf, erhöht die Verletzungsgefahr, ändert meist nichts am Endergebnis und ist langweilig für den Zuschauer. Neben den direkt gesundheitlichen Sicherheitsregeln gibt es auch noch welche, die den Flair der Veranstaltung bewahren. Einmal der Griff in eine Klinge. Auch wenn sie stumpf sind, so stellen sie doch scharfe Waffen dar und in die würde man auch nicht mit Begeisterung reingreifen. Und man darf nicht extra die Rüstungsteile des Gegners ablösen. Wäre das erlaubt, würden sich 10 Männer auf dem Feld treffen und sich gegenseitig die Kleidung vom Leib reißen. Und wer am Boden ist, darf zwar als Hindernis genutzt werden, aber nicht mehr angegriffen werden. Natürlich darf er auch nicht mehr selbst eingreifen. Aus diesem wunderbaren Strauß der Möglichkeiten kann sich nun jeder Kämpfer seine Lieblingstechnik aussuchen. Komplettiert wird das Ganze noch durch die richtige Nutzung eines Meinungsverstärkers, also seiner Bewaffnung. Und wie die aussehen kann, erfahrt ihr im nächsten How-to-Behurt-Video. Ihr wollt mehr davon? Klar, kein Problem. Klickt da und denkt immer daran, Behurt ist Liebe.